Chaos in Wundern, Originaledition, Kapitel 29, Das Erwachen, Abschnitt 1, Einleitung. Es gibt keine Zeit, keinen Ort und keinen Zustand, von denen Gott abwesend ist. Es gibt nichts zu fürchten. Es gibt keine Möglichkeit, sich einen Graben in der Ganzheit vorzustellen, die die seine ist. Der Kompromiss, den der geringste und der kleinste Graben in seiner ewigen Liebe darstellen würde, ist ganz und gar unmöglich. Das würde nämlich heißen, dass seine Liebe eine kleine Spur des Hasses hegen, seine Sanftmut sich manchmal zum Angriff wenden und seine ewige Geduld manchmal versagen könnte. Das alles glaubst du, wenn du einen Graben zwischen dir und deinem Bruder wahrnimmst. Wie könntest du ihm also vertrauen? Denn er muss verräterisch in seiner Liebe sein. Sei also auf der Hut. Lass ihn nicht zu nahe kommen und lasse einen Graben zwischen dir und seiner Liebe übrig, durch welchen du entrinnen kannst, solltest du fliehen müssen. Hier wird die Angst vor Gott am deutlichsten gesehen. Denn die Liebe ist verräterisch für jene, die sich fürchten, da Angst und Hass niemals getrennt sein können. Jemand, der hasst, hat nur Angst vor der Liebe und muss deshalb Angst vor Gott haben. Fest steht, dass er nicht erkennt, was Liebe bedeutet. Er fürchtet sich zu lieben und liebt es zu hassen, und somit glaubt er, dass Liebe furchterregend sei und Hass sei Liebe. Das ist die Folge, die der kleine Graben denen bringen muss, denen er lieb und teuer ist. Und die glauben, dass er ihre Hoffnung und Erlösung sei. Die Angst vor Gott, das größte Hindernis, über das der Frieden fließen muss, ist noch nicht vergangen. Die anderen sind vergangen, doch dieses eine bleibt noch übrig, um deinen Pfad zu blockieren und um den Weg zum Licht so aussehen zu lassen, als sei er dunkel und gefahrvoll, trostlos und furchterregend. Du hattest dich entschieden, dein Bruder sei dein Feind. Manchmal vielleicht ein Freund, vorausgesetzt, dass eure separaten Interessen für eine kurze Zeit eure Freundschaft ermöglichten. Aber nicht ohne einen Graben wahrzunehmen zwischen dir und ihm, sollte er sich wiederum in einen Feind verwandeln. Als du ihn dir nahe kommen ließest, tatst du einen Sprung zurück, und als du dich nähertest, da zog augenblicklich er sich zurück. Eine vorsichtige Freundschaft, begrenzt im Umfang und sorgfältig eingeschränkt im Ausmaß, wurde zu dem Vertrag, den du mit ihm geschlossen hattest. So teiltest du mit deinem Bruder ein eingeschränktes Bündnis, in welchem eine Trennungsklausel war, die ihr beide übereingekommen wart, unversehrt zu erhalten. Und gegen diese zu verstoßen, wurde als ein unzulässiger Vertragsbruch angesehen. Abschnitt 2. Das Schließen des Grabens. Der Graben zwischen dir und deinem Bruder ist nicht wie ein Raum zwischen zwei separaten Körpern. Dieser scheint nur eure separaten Geister voneinander abzutrennen. Er ist das Symbol eines Versprechens, euch zu begegnen, wenn ihr es wollt, und euch zu trennen, bis ihr beide beschließt, einander wieder zu begegnen. Dann scheinen eure Körper miteinander in Kontakt zu treten und dadurch eine Stätte der Begegnung kundzutun, wo ihr euch verbinden könnt. Doch ist es stets möglich, dass ihr eure separaten Wege geht. Unter dem Vorbehalt des sogenannten Rechtes, euch zu trennen, stimmt ihr miteinander überein, euch von Zeit zu treffen und euch fernzubleiben in Zwischenzeiten der Trennung, die euch vor dem angeblichen Opfer der Liebe schützen.
Der Körper rettet euch, denn auf diese Weise entgeht er dem totalen Opfer und gibt euch Zeit, eure separaten Selbste wieder aufzubauen, von denen ihr glaubt, sie werden vermindert, wenn ihr euch begegnet. Der Körper könnte eure Geister nicht trennen, wenn ihr nicht wolltet, dass er eine Ursache der Trennung und des Abstands sei, der zwischen euch gesehen wird. So stattet ihr ihn aus mit einer Macht, die ihm nicht selber innewohnt. Und hierin liegt die Macht, die er über euch hat. Jetzt glaubst du nämlich, er lege fest, wann ihr euch begegnet, und er begrenze eure Fähigkeit, mit dem Geist des Andern in Kommunion zu treten. Und nun sagt er dir, wohin du gehen sollst und wie du dorthin kommst, was für dich zu unternehmen machbar ist und das, was du nicht tun kannst. Er diktiert, was seine Gesundheit ertragen kann und was ihn müde oder krank macht. Und seine sogenannten ihm innewohnenden Schwächen erlegen dem, was du tun willst, Grenzen auf und halten deinen Zweck begrenzt und schwach. Der Körper passt sich diesem an, wenn ihr es so haben wollt. Er wird nur begrenzt erlauben, dass ihr in der angeblichen Liebe schwelgt, mit Intervallen von Hass dazwischen. Und er wird das Kommando darüber übernehmen, wann ihr sogenannt lieben sollt und wann es sicherer ist, in die Angst zurückzuweichen. Er wird krank sein, weil ihr nicht wisst, was lieben heißt. Und daher musst du jeden Umstand und alle, die du triffst, missbrauchen und einen Sinn und Zweck in ihnen sehen, der nicht dein eigener ist. Es ist nicht die Liebe, die ein Opfer erbittet. Die Angst hingegen fordert das Opfer der Liebe, denn in der Gegenwart der Liebe kann die Angst nicht weilen. Damit der Hass aufrechterhalten werde, muss man die Liebe fürchten, und nur manchmal darf sie gegenwärtig, manchmal muss sie fort sein. Und so wird die Liebe als verräterisch gesehen, weil es so aussieht, als sei ihr Kommen und ihr Gehen ungewiss und biete dir keine Stabilität. Du siehst nicht, wie begrenzt und schwach deine Treue ist und wie häufig du gefordert hast, dass die Liebe sich entferne und dich still allein in Frieden lasse. Der Körper, welcher keine Ziele kennt, dient euch als Vorwand für veränderliche Ziele, die ihr habt, und den Körper aufrechtzuerhalten zwingt. Ihr habt nicht Angst vor seiner Schwäche, sondern vor seinem Mangel an Stärke oder Schwäche. Möchtet ihr denn erkennen, dass nichts zwischen euch steht? Möchtet ihr erkennen, dass es keinen Graben gibt, hinter dem ihr euch verstecken könnt? Ein Schock trifft jene, welche lernen, dass ihr Erlöser nicht länger mehr ihr Feind ist. Eine Vorsicht wird geweckt, wenn man lernt, dass der Körper gar nicht wirklich ist. Und um die frohe Botschaft, die lautet, Gott ist Liebe, schweben Untertöne von scheinbarer Angst. Hingegen ist das Einzige, was eintritt, wenn der Graben nicht mehr ist, ewiger Frieden. Nicht mehr als das und auch nicht weniger. Was könnte ohne die Angst vor Gott euch dazu bringen, ihn zu verlassen? Welches Spielzeug oder welcher Tand im Graben könnten dazu dienen, euch einen Augenblick von seiner Liebe fernzuhalten? Würdet ihr erlauben, dass euer Körper Nein zum Ruf des Himmels sagt, wenn ihr nicht Selbstverlust zu finden fürchtetet im Finden Gottes? Doch kann euer Selbst verloren sein, indem es gefunden wird?